Moin, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomaselektronik aus Hamburg und willkommen in unserer Filiale und schon mal vielen Dank, dass ihr unseren YouTube-Channel eingeschaltet habt. Worum geht's? Und zwar, ich stehe hier vor der Wand von einem Hersteller Vogels, das ist der Spezialist in Sachen Wandhalter. Und die Firma Vogels hat eben nicht nur Wandhalterprogramm, sondern auch Stands. Und ich möchte euch einen ganz bestimmten Stand vorstellen, und zwar für die beiden Sonos Lautsprecher, Sonos Era 100 und auch Era 300. Für den Era 100 habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet, nämlich der ist hier schon fertig montiert vor mir. Aber den 300er, den knüpfen wir uns jetzt mal vor, den werden wir schön aus dem Karton rausnehmen, zusammenbauen, zusammenschrauben, damit ihr seht, wie einfach das Ganze ist und stellen den Lautsprecher drauf. Und dann gucken wir nochmal, wie es ausschaut. Also, ich würde sagen, komm, lass mal loslegen. Ja, das ist jetzt unser Lieferumfang, klar ersichtlich, haben eine Schnellinstallationsguide, dann die Bodenplatte, auf diese Bodenplatte wird das Verbindungsrohr dann rangeschraubt, das zeige ich auch alles gleich logischerweise, das kommt oben auf diesen Verbindungsrohr rauf, darauf kommen wir gleich nochmal und darauf wird nachher dann der Lautsprecher montiert. Apropos Montage, alle Schrauben sind in dieser Tüte drin, ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Das sind jetzt diese Schrauben und dabei ist auch ein passender Imbusschlüssel, um die Schrauben zu montieren. Bevor ich anfange, gehen wir einfach gemeinsam mal die Montageanleitung durch. In Schritt 1 wird das Verbindungsrohr an der Bodenplatte befestigt. Dazu verwendet ihr die drei der in 5 mitgelieferten langen Schrauben. Verwendet dafür den mitgelieferten Imbusschlüssel oder einen anderen Imbusschlüssel, den ihr auch dann zu Hause habt. In Schritt 2 wird jetzt das Kabelführungswerkzeug an ein Netzkabel angebracht. Nämlich so ist das Netzkabel wesentlich einfacher durch das Verbindungsrohr durchzuführen. Dann im nächsten Schritt habt ihr die Stangenkappe. Das Netzkabel wird durch die Stangenkappe durchgeführt und dann wird das Kabelführungswerkzeug entnommen. Des Weiteren wird die obere Platte an den Verbindungsrohr befestigt. Das wird dann mit den restlichen 2 langen Schrauben getätigt. Im letzten Schritt benutzt ihr jetzt die 2 kleineren Schrauben und schraubt die von unten in den Lautsprecher rein. Ja, und dann nur den Netzstecker an den Lautsprecher befestigen und fertig ist der Schuh. Und wichtig ist, achtet drauf, es gibt da einmal die Langschrauben, davon 5 Stück und 2 kurze Schrauben, dass ihr die nicht verwechselt. Also die Langschrauben immer für die Verbindung nehmen zwischen der Bodenplatte und dem Verbindungsrohr. Einmal unten, da kommen 3 Schrauben rein und oben die anderen beiden. Die kurzen, die werden nur dafür verwendet, um den Lautsprecher dann zu befestigen. Ja, das ist der Schritt 1 und ich habe mir das Ganze mal schon angeguckt. Wenn man es alleine machen möchte, habe ich einen ganz kleinen Trick gefunden und den zeige ich euch mal ganz kurz. Fangt einfach schon mal die erste Schraube an und die dreht ihr schon mal direkt ins Verbindungsrohr rein. Wir fangen mal einfach an. Dann nehmen wir einfach die 2. Schraube. Und auch schon mal die 3., damit das alles schön fixiert wird. Geil. Ihr seht, ich verwende jetzt hier den mitgelieferten Imbusschlüssel. Na klar, ihr habt ja recht, der ein oder andere würde natürlich klugerweise natürlich auch einen Akkubohrer verwenden. Ich habe es ja extra weggelassen, denn nicht jeder ist ja so fern drin und vergisst vielleicht die Geschwindigkeit runter zu regeln. Und was passiert dann? Dann werden die Schrauben ausgenüdelt. Deswegen mache ich das auf die schöne, altbewährte Weise. Jetzt Schraubendreher und ein bisschen anziehen mit dem Imbusschlüssel, habe ich ein bisschen mehr Kraft hinter. Hier haben wir das Kabelführungswerkzeug. Dieses wird hier an das Netzkabel angeklickt, einfach so ein bisschen einknicken. Das ist jetzt lediglich dafür da,
dass dieses Kabel einfach besser durch das Verbindungsrohr durchgeführt werden kann. Dazu drehen wir einfach mal den Fuß einmal um, führen das Ganze einfach rein und drücken es einfach nur nach unten, das Kabel. Und es müsste jetzt schon angekommen sein, wir schauen noch mal. Ja, und wie ihr seht, ganz leicht durchgeführt. Ja, doch eine ganz coole Idee, muss ich sagen. Jetzt führen wir das Netzkabel mit dem Kabelführungswerkzeug durch die Standkappe durch. Hier ist so eine kleine Aussparung, wie ihr seht, wo das Kabel durchgeführt werden kann. Dann die obere Platte hier raufsetzen und mit den restlichen beiden langen Schrauben befestigen. So, jetzt entfernen wir das Kabelführungswerkzeug. Einmal wieder abziehen. Jetzt wird der Sonos Era 300 hier oben raufgesetzt. Und ihr seht schon, wenn ich es so ranhalte, genau so muss er auch ausschauen. Das heißt, dieses und jenes muss hier oben gerade so drauf liegen. Und dann kann man das Ganze, die unteren Schrauben, hiermit verbinden. Wir versuchen es einfach mal gemeinsam. Diese beiden Schrauben, das sind übrigens Kreuzschrauben und keine, die mit Imbusschlüssel befestigt werden. Also Kreuzschrauben hier rausholen, dann wird hier unten die Schraube reingesteckt. Schaut ein kleines bisschen, dass ihr die Schraube findet und dann wird es einfach nur angezogen. Ja, perfekt. So, ich nehme schon mal die andere Seite. Und zum Schluss einfach nur den Netzstecker reinsetzen. Klack. Und ihr seht, es ist richtig schön sauber verarbeitet. Das Kabel geht hier runter, läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft hier unten raus. Und ich finde, oh Mensch, das ist ganz schön massiv, das hier hängt eben an einer schweren Platte, die da unten dran ist. Also umfallen kann das Ding so schnell nicht. Ja, wie ich finde, sehr, sehr gut verarbeitet. Auch eine klasse Geschichte halt eben mit der Kabelführung, dass auch nichts sichtbar ist. Ja, jetzt haben wir hier mal beide Stands nochmal, einmal für die Era 300 und auch für die Era 100. Beide Stands gibt es übrigens einmal in komplett schwarz oder in weiß. Eine kleine Besonderheit bei dem weißen Stand, die Bodenplatte ist in weiß. Dann die obere Platte ist in weiß und das hier ist so ein schön Alu-Silber. Sieht an sich sehr edel aus, finde ich. Des Weiteren gibt es für beide, für die Sonos Era 300 und für die Sonos Era 100, auch logischerweise noch Wandlösungsmöglichkeiten. Das haben wir uns bei uns auch im Shop auch angeboten. Apropos Shop, wir haben einmal einen Online-Shop, wo ihr euch auch über alles, was ich hier auch gerade gezeigt habe, auch informieren könnt. Da sind sehr, sehr viele Informationen noch mit drin. Wir führen nicht nur diesen Bereich Sonos, sondern TV, HiFi, Kaffeevollautomaten, Smack und Leuchten von Grau. Des Weiteren können wir uns natürlich auch hier besuchen in Hamburg, in unserem Ladengeschäft. In der Osterlandstraße 168, kommt einfach mal vorbei, schaut euch hier um und ihr bekommt hier auch fachmännische Beratung, wie auch übrigens telefonisch bei uns. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einmal ein Like abgibt. Oder einfach unseren schnell abonniert, noch viel besser, Dingli-Dong. Einfach diesen schnell abonnieren und schon bekommt ihr auch immer eine Mitteilung über unsere neuesten Videos. Vielen Dank von mir an euch für euer Interesse an diesem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Peter von der Firma Thomas Elektronik aus Hamburg. Bye, bye.